Wir befinden uns hier auf dem Kiliansplatz in Heilbronn, inmitten von holzgerahmten Beeten, die strahlenförmig in die Platzmitte verweisen. Dass es diesen Sommer hier noch zusätzlich grünen und blühen wird, das hat Heilbronn der Freundschaft mit Eppingen zu verdanken. Die geplante kleine Gartenschau in der Kraichgaustadt musste wegen Corona für dieses Jahr abgesagt und auf 2022 verlegt werden. Der Sommerflor war aber schon bestellt und der blüht nur einjährig. OB Klaus Holaschke hat heute seinem Heilbronner Amtskollegen und Freund Harry Mergel die Pflanzen symbolisch überreicht. Bevor Lavendel, Ziergräser, Artischocken, Verbenen, Dahlia und andere Pflanzen hier auf dem Platz ihre volle Pracht entfalten, werden noch ein paar Wochen vergehen. Übrigens ist auch Buga-Chef Hans-Peter Faas eigens zu dem Termin gekommen und hat es sich nicht nehmen lassen, beim symbolischen Pflanzen der letzten Lavendelsetzlinge mit anzupacken.